Ja, meine Damen und Herren, damit darf ich Sie zurückbegrüßen zur dritten Episode des zweiten Kapitels. Und in diesem zweiten Kapitel haben wir uns mit einem Kernthema des Innovationsmanagements beschäftigt, mit den Innovationsprozessen, mit der Gestaltung dieser Prozesse. Und wir hatten in den ersten beiden Episoden schon einige Grundfragen geklärt. Nämlich in Episode 1 hatten wir die Frage gestellt, was sind denn überhaupt die Aufgaben, die ich im Rahmen eines solchen Innovationsprozesses bearbeiten muss. Und in der Episode 2 haben wir uns dann mit dem Standardprozess beschäftigt, der in vielen Unternehmen heute lebend im Einsatz ist. Es ist der Industriestandard, der sogenannte Stage-Gate-Prozess, mit der Idee, dass ein Innovationsprozess in verschiedene Stufen gegliedert wird, die Stages. Innerhalb dieser Stages sorten unreine Tätigkeiten verarbeitet, vollzogen werden. Und dass diese Stages verbunden sind mit den entsprechenden Türchen, den Gates. Und dass diese Türchen eben der Punkt sind, an dem das Management seine Aufgabe hat, nämlich zu prüfen, ob die Arbeit in den Stages ordentlich und zur Zufriedenheit gemacht worden ist. Soweit also die bisherigen Episoden. Und nun halte ich diesen Vortrag nicht nur hier an dieser Stelle, sondern auch manchmal vor Damen und Herren aus der Industrie oder aus dem Servicebereich. Und hier regen sich dann häufig Hände und Leute melden sich und sagen, hey, das ist ja ein toller Prozess, doch leider kann er bei uns in unserem Unternehmen nicht angewendet werden. Und es ist in der Tat so, dass es nicht ganz einfach ist, den Stage-Gate-Prozess überall anzuwenden, denn er ist ja ursprünglich nur für Produktinnovationen vorgesehen worden. Und wir wollen uns nun in den kommenden Minuten einmal damit beschäftigen, welche unterschiedlichen Geschäfte gibt es eigentlich und kann ich den Stage-Gate-Prozess nicht irgendwie doch in der einen oder anderen Weise in diesen Geschäften wiederfinden, vielleicht einmal mehr, einmal weniger. Dazu möchte ich Ihnen zunächst einmal zeigen, welche unterschiedlichen Geschäftstypen es gibt. Und ich greife hier eine Darstellung von Klaus Backhaus auf. Der Klaus Backhaus lehrt in Münster und arbeitet auf dem Gebiet des Industriegütermarketings. Und er hat hier sehr schön dargestellt vier Arten von Geschäften. Und diese Arten von Geschäften sind abhängig von zwei Variablen. Die eine Variable hier auf der linken Seite ist die Frage, rede ich über eine einzelne Transaktion oder rede ich über einen sogenannten Kaufverbund, wo mehrere Kauftransaktionen zusammengenommen werden. Das ist die eine Unterscheidung. Die andere Unterscheidung finden Sie unten. Rede ich über den einzelnen Kunden oder rede ich über ein anonymes Marktsegment als meine Zielgruppe? Und jetzt finden wir unser Produktgeschäft hier auch sofort wieder. Das ist unten rechts eingeordnet. Beim Produktgeschäft fokussiere ich nicht auf einen einzelnen Kunden, sondern auf einen anonymen Markt, auf ein Marktsegment. Und es geht mir darum, in der Regel Produkte einzeln abzugeben. Wenn ich also zum Beispiel solche Stifte verkaufe, möchte ich nicht notwendigerweise auch gleichzeitig einen Block und einen Schreibtisch mitverkaufen, sondern es genügt mir durchaus, wenn der Kunde einen bestimmten Stift kauft. Das ist die Einzeltransaktion und das ist eben das typische Produktgeschäft. So, und jetzt können wir dieses Produktgeschäft als Ausgangspunkt nehmen und können fragen, wie können denn die Rahmenbedingungen sich ändern? Und da sehen wir zunächst mal, wenn wir von dem anonymen Markt auf den Einzelkunden gehen, gibt es eine andere Art von Geschäft. Und dieses Geschäft nennt sich Anlagengeschäft. Das bedeutet, ich verkaufe nicht nur ein kleines Produkt, ein standardisiertes Produkt, sondern ich verkaufe ein komplexes, individualisiertes Produkt, wie eine Anlage, ein Kraftwerk oder ein Zementwerk oder solche Dinge. Und ich habe damit den Fokus immer noch auf der Einzeltransaktion, aber ich habe den Fokus auch auf dem einzelnen Kunden. Denn wenn Sie Verkäufer von Anlagen sind, werden Sie nicht so sehr viele Kunden auf dieser Welt haben, sondern Sie werden jeden Kunden in der Regel persönlich und einzeln kennen. Das ist die Differenzierung hier. Wenn ich vom Produktgeschäft nach oben gehe und sage, ich möchte den Fokus von der Einzeltransaktion auf den Kaufverbund legen, bin ich bei einem sogenannten Systemgeschäft.
Und dieses Systemgeschäft bedeutet, dass ich im Prinzip standardisierte Produkte habe, die aber in eine Verbindung miteinander gebracht werden, sodass der Kunde nicht ein Produkt einzeln einkauft, sondern dass er eben eine Systemlösung einkauft. Besonders schön zu sehen ist es auf dem Bereich der IT. Da gibt es Dienstleister, die Ihnen beispielsweise, wenn Sie ein neues Büro einrichten, sämtliche Geräte hinstellen, die Vernetzung übernehmen, die Softwarewartung übernehmen und das Ihnen als Paket verkaufen. Das heißt, Sie kriegen zwar Standardprodukte geliefert, aber Sie kaufen nicht die Standardprodukte im Einzelnen, sondern Sie kaufen sie als Kaufverbund. Und deswegen nennt man das Systemgeschäft. So, und jetzt bleibt noch ein letztes Feld übrig, bei dem wir uns von zwei Dingen lösen, nämlich zum einen von der Einzeltransaktion und zum anderen von dem Fokus auf den anonymen Markt. Und dann landen wir beim sogenannten Zuliefergeschäft. Und das Zuliefergeschäft ist dadurch gekennzeichnet, dass ich eben bekannte Kunden habe. Autohersteller zum Beispiel sind typische Abnehmer von Zulieferern. Und mit diesen bekannten Kunden häufig einen Kaufverbund eingehe. Das heißt, ich werde nicht nur angefragt, ein Produkt zu liefern, sondern ich werde angefragt, mehrere Produkte zu liefern, sie vielleicht sogar vorzumontieren, also Dienstleistungen da hineinzugeben. Das ist das Typische am Zuliefergeschäft. Nachdem wir jetzt diese vier verschiedenen Geschäfte gesehen haben, wollen wir ein bisschen eintauchen in diese unterschiedlichen Geschäfte. Und dies mit der Frage verbinden, welche Art von Innovationsprozess hier anzuraten ist. Wir starten mit dem bereits bekannten Produktgeschäft. Hier sehen Sie ein kleines Beispiel, was Produkte so sein können. Die sind im Lebensmittelbereich, die sind im Reinigungsmittelbereich. In ganz vielen Bereichen gibt es Produktgeschäft. Und für dieses Produktgeschäft ist der Stage-Gate-Modell sehr, sehr gut erstmal geeignet. Und er wurde auch primär dafür entwickelt. Das heißt also, wir könnten ein Häkchen setzen, könnten sagen, dafür wissen wir schon ganz gut, welchen Innovationsprozess wir hier vorschlagen möchten. Gehen wir weiter vom Produktgeschäft auf das Anlagengeschäft, dann sehen wir, dass das schon ein bisschen schwieriger wird. Weil bei einer Anlage gibt es nur ganz wenige Kunden. Und zum Beispiel Tätigkeiten im Stage-Gate-Prozess, Produkttests mit Kunden sind relativ stark auf wenige Menschen konzentriert. Sie können also nicht irgendwelche Testmärkte suchen, sondern Sie müssen das tatsächlich mit Ihren wenigen vorhandenen Kunden machen. Das ist sicherlich schon mal eine Herausforderung an dieser Stelle. Das andere ist natürlich, dass Sie beim Anlagengeschäft nicht diese Möglichkeit haben, zu spielen und auszusortieren, was gute Ideen sind und was nicht so gute Ideen sind. Denn in dem Moment, wo Sie den Vertrag unterschrieben haben, eine solche Anlage, ich glaube, das hier ist ein Stahlwerk, zu liefern, dann sind Sie auf Gedeih und Verderb an diese Unterschrift gebunden. Das heißt, wenn Sie in das Pflichtenheft etwas an Technologien hineingeschrieben haben, dann müssen Sie dieses eben auch liefern. Und das ist ein ganz dramatischer Gegensatz zum normalen Denken im Stage-Gate-Modell, wo man ja sagt, man probiert viel aus und nur die Guten überleben. Müssen Sie hier sagen, was ich hier reinschreibe, das muss schon gut sein, denn wenn es im Pflichtenheft drinsteht, muss ich es auch machen, muss ich es auch liefern. Das heißt also, der Innovationsprozess kann nicht genau ein Stage-Gate sein, sondern Sie müssen möglicherweise im Vorfeld eines solchen Auftrages überlegen, jetzt einen Stage-Gate aufzusetzen und zu sagen, was könnte denn seit der letzten Anlage, die wir verkauft haben, nun an Neuerungen kommen. Diese Neuerungen müssen Sie beurteilen und dann auch entscheiden, ob Sie diese Neuerungen anbieten oder ob Sie diese Neuerungen nicht anbieten. Und das ist eine anderes gelagerte Situation als beim reinen Produktgeschäft. Im Anlagengeschäft arbeitet man sehr häufig mit sogenannten Technology Readiness Leveln. Das heißt, man guckt sich bestimmte Techniken an und bestimmt, wie reif sie sind, ob sie schon wirklich genommen werden können oder ob sie vielleicht erst in 3 Jahren genommen werden können.
Und das bedeutet auch hier, ich habe nicht dieses Sortieren, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen, sondern ich schaue mir wirklich jede einzelne, in dem Fall Technologie, an und sage, ist die denn schon heute reif oder kann ich die erst in einer bestimmten Zeit verwenden? Also eine anders gelagerte Vorgehensweise ist hier eindeutig empfehlenswert. Geschäftstyp System. Wir hatten ja jetzt das Produktgeschäft, wir hatten das Anlagengeschäft, das Systemgeschäft hatte ich vorhin schon gekennzeichnet. Und hier sehen Sie einen beispielhaften Anbieter, Cisco Systems, Anbieter von Telefonanlagen, von Routern, von Verbindungstechniken, von Übertragungstechniken. Und Systemgeschäft, um das noch einmal aufzurufen, bedeutet, dass ich im Prinzip standardisierte Produkte erzeuge, aber diese standardisierten Produkte in einem Systemverbund verkaufe. Und dieser Systemverbund kann produktmäßig technisch sein. Es kann aber auch sein, dass sich Dienstleistungen in diesen Systemverbund einbinden lassen und dass ich über Dienstleistungen eben erst die Systemdenke in einen bestimmten Bereich hineinbekomme. Und nun können wir auch hier die Frage stellen, wie müssen wir Innovationsprozesse gestalten, die in einem solchen Systemgeschäft funktionieren sollen. Und um das Ganze noch zu verschlimmern, möchte ich Ihnen hier zeigen, dass es bei diesen Systemgeschäften häufig auch Mischungen aus Produkten und Dienstleistungen gibt und dass es also auch eine Bandbreite gibt dieser Mischungen. Und hier sehen Sie nun ein kleines, einfaches Diagramm, wo man sieht, hier ist das linke ist die Produktecke und das rechte ist die Service-Ecke und ich kann eine Leistung erzeugen, indem ich Produkte und Dienste mische und ich kann das auf ganz unterschiedliche Weise erzeugen. Das heißt, die Variabilität bei solchen Service-Systemgeschäften ist sehr hoch und das bedeutet, dass man also hier Produkte und Dienstleistungen miteinander abstimmen muss. Das heißt gleichzeitig für unseren Innovationsprozess, dass ich nicht nur an das Produkt als Produkt denken kann, sondern dass ich immer auch die Service-Idee mit verbinden muss. Und das bedeutet auch, dass ich mir überlegen muss, ob ich vielleicht auch bestimmte Services erst ermögliche, indem ich dem Produkt Eigenschaften mitgebe, die das Standardprodukt vielleicht gar nicht haben muss. Und wenn wir nun über solche Produkt-Service-Systeme reden, dann kann man sich vorstellen, also das ist nicht genauso wenig wie beim Anlagengeschäft, so ganz einfach an den Gates immer die Guten und die Schlechten voneinander zu trennen. Und deswegen haben wir hier auf dieser Grafik einmal einen Vorschlag gemacht, wie man den Stage-Gate-Prozess erweitern könnte, damit er eben auch für solche Produkt-Service-Systeme funktioniert. Und Sie sehen, dass die Basisidee, die wir hier eingefügt haben, die ist, dass man zu der Technikebene und der Marktebene noch eine Leistungsebene ergänzt. Diese Leistungsebene, die sich zwischen Technik und Markt quasi einschmiegt, hat eigene Aktivitäten, auch hier wieder die Idee der Sortenunreinheit. Und Sie sehen, dass man vor allem das Systemdenken in dieser Leistungsebene unterbringen kann und unterbringen muss. Denn es muss natürlich jemand geben, der die Produkte generiert und entwickelt, aber es muss natürlich auch jemand geben, der sich des Gesamtsystems annimmt und sagt, wie das nun wirklich am Ende aussehen soll, welche Elemente servicetechnisch gemacht werden sollen und welche Elemente eben anders gemacht werden sollen. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel geben, wie man hier differenzieren kann. Denken Sie an eine große Telefonanlage und an den Betrieb dieser großen Telefonanlage. Dann kann es sein, dass manche Unternehmen sich entscheiden werden, zu sagen, wir wollen für diesen Betrieb dieser Telefonanlage überaus gut geschulte Mitarbeiter einsetzen. Dann können Sie Ihre Technik entsprechend anpassen, dass Sie Technik verwenden, die diesen überaus gut geschulten Mitarbeitern einfach schnell zur Hand geht. Andere Unternehmen können vielleicht sagen, wir wollen unsere Telefonanlage von Leuten bedienen lassen, die nur angelernt sind, ja, um es ganz krass zu machen. Hier die gut geschulten, dort die Angelernten. Dann muss Ihr technisches System natürlich in der Lage sein, diese anderes gelagerte Dienstleistung aufzufangen und sozusagen Backup zu geben, dass man auch in solch einem Falle noch eine vernünftige Leistung am Ende des Tages erzeugen kann.
Aber das sind Entscheidungen, die Sie eben nicht nur rein produktorientiert vornehmen können, sondern die Sie auf einer Leistungsebene vornehmen müssen. Deswegen also hier ein erweiterter Vorschlag für den Stage-Gate-Ansatz. Ja, wenn Sie das für sogenannte Produkt-Service-Systeme machen, dann haben Sie mehrere Vorteile, die Sie bekommen. Nach wie vor sind die Aufgaben strukturiert, nach wie vor sind die verschiedenen Gates da, also die Aufgabe des Managements ist auch definiert. Und das Ganze ermöglicht eine Vorgehensweise mit einer weiteren Person oder mit mehreren Personen. Und wir nennen diese Personen gerne auch Systemarchitekten, weil sie eben nicht rein der Technik angehören, nicht rein dem Service angehören, nicht rein dem Marketing angehören, sondern quasi die Gesamtarchitektur dieses Systems vorgeben müssen. Auch hier, StageGate funktioniert, muss aber verändert werden. Letztes Geschäft, was ich heute ansprechen möchte, ist das Zuliefergeschäft. Und Sie sehen hier ein Beispiel, so eine Produktionslinie mit schönen Robotern. Beim Zuliefergeschäft habe ich also wenige Kunden. Ganz typisch sind zum Beispiel die Luftfahrtunternehmen oder die Automobilunternehmen als Abnehmer von Zuliefergeschäften. Und ich habe den Fokus auf diesen wenigen Kunden, aber ich verkaufe diesen wenigen Kunden häufig eben nicht nur ein standardisiertes Produkt, sondern einen Kaufverbund aus unterschiedlichen, häufig auch individuell bestellten Produkten. Denken Sie zum Beispiel an Autoscheinwerfer, die konfiguriert werden aus verschiedenen Teilen, als Modul irgendwie konfiguriert werden und in Verbindung aber nicht nur alleine als Autoscheinwerfer stehen, sondern auch mit der Autoelektrik mit bestimmten Komponenten im Verbund verkauft werden. Das ist typisches Zuliefergeschäft. Wenn Sie den Innovationsprozess für das Zuliefergeschäft aufstellen wollen, dann auch da kann der StageGate-Prozess zunächst einmal helfen. Aber natürlich werden Sie auch hier Besonderheiten finden, nämlich dass Sie sehr stark hören müssen, was Ihre Abnehmer, was Ihre wenigen Abnehmer, die OEMs normalerweise, an Vorstellungen haben, wie die nächsten Produktgenerationen bei denen aussehen sollen. Sie werden sicherlich mit diesen OEMs Vorschläge erörtern. Und wenn wir uns jetzt in der StageGate-Welt mal bewegen wollen, dann bedeutet das, dass Sie bei vielen Projekten in die Gates einfach Mitglieder von den OEMs mit reinnehmen, die eine Beurteilung mit abgeben und sagen, das Thema klingt interessant, wir glauben, dass wir das verwenden können und jenes Thema klingt eben nicht interessant und ihr könnt das natürlich weitermachen, aber wir glauben nicht, dass wir das verwenden werden. Das heißt, auch hier kann man mit StageGate ganz gut vorankommen, aber auch hier muss bei StageGate eine Anpassung vorgenommen werden. Nun, das waren die vier Geschäftstypen, die ich Ihnen zeigen wollte und womit ich Ihnen auch erklären wollte, dass die Leute, die sich melden und sagen, der StageGate-Prozess ist nicht allein seligmachend, durchaus in vielen Fällen nicht Unrecht haben, denn entweder muss er angepasst werden oder es muss ein anderer, vielleicht ähnlich gelagerter, aber anderer Innovationsprozess eingeführt werden, weil das Geschäft einfach so unterschiedlich vom Produktgeschäft ist, dass es eine andere Prozessorganisation verlangt. Zum Schluss dieser letzten Episode noch die Frage, wie und wann sollten Kunden in den Innovationsprozess eingebunden werden? Das hatten wir schon beantwortet über die verschiedenen Aktivitäten, die auf Kunden ausgerichtet waren. Ich will Ihnen hier nur noch mal eine zusammenfassende Darstellung zeigen, wie sie Cooper in seinen späteren Jahren eben auch entwickelt hat. Und Sie sehen hier ganz, ganz deutlich und sehr wichtig, dass der Kunde nicht am Ende des Innovationsprozesses steht, sondern dass der Kunde von Anfang an dabei ist, dass sehr starke Impulse von der Kundenseite ausgehen. Und ich sage bewusst von der Kundenseite, nicht unbedingt von der Seite des Vertriebs, weil möglicherweise hier eine Filterung stattfindet und die Innovatoren versuchen sollten, wirklich am Kunden zu arbeiten, mit dem Kunden zu arbeiten und auf diese Weise eine möglichst gute Anpassung hinbekommen sollten zwischen ihren Ideen und dem, was sich hinterher verkaufen lässt. Damit schließe ich die dritte Episode des zweiten Kapitels zum Thema Innovationsprozesse.
Wir haben uns mit den Aufgaben beschäftigt, die man durchführen sollte, wenn man Innovationsprojekte anstößt. Wir haben uns überlegt, wie kann man diese Aufgaben gliedern. Und bitte erinnern Sie sich, wie ich auf die Phasenmodelle geschimpft habe, zu Recht geschimpft habe und wie ich andere Modelle hervorgehoben habe, vor allem das Komponentenmodell und den Stagegate. Wir haben gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einer Prozessperspektive und einer Projektperspektive? Und wir haben schließlich in der dritten Episode die Frage geklärt, gibt es denn unterschiedliche Geschäftstypen und wie müssen sich Innovationsprozesse mit diesen Geschäftstypen verbinden lassen? Welche besonderen Anforderungen habe ich aus diesen Geschäftstypen? Und inwieweit lässt sich in dem einen oder anderen Falle der Stagegate-Prozess so verändern, dass er also auch in anderen Geschäftstypen angewendet werden kann? Das war das Kapitel 2. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und ich freue mich darauf, wenn Sie zum Kapitel 3 wiederkommen. Herzlich willkommen zum Interview der dritten Episode. Ich darf wieder Herrn Mörle hier begrüßen. Hallo, Frau Kronemeyer. Fangen wir auch direkt wieder mit dem Stagegate-Modell an. Gerne. Auf der Folie zum Stagegate-Modell des Produktgeschäftes haben Sie geschrieben, dass das Stagegate-Modell eigentlich primär für diesen Industriezweig entwickelt wurde. Warum genau ist das so? Ja, danke für die Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Ich kann hier nur vermuten, dass es vermutlich am einfachsten war, diese Branche zu untersuchen hinsichtlich der Tops und der Flops. Weil das Stagegate-Modell ist ja nicht so in die Welt gekommen, sondern es ist ja quasi eine Konsequenz gewesen aus diesen Studien von Cooper und Kleinschmidt. Und die sind ja am Anfang gar nicht gestartet mit der Frage, wie sieht der optimale Innovationsprozess aus, sondern mit der Frage, wie sieht er wirklich aus? Und welche Elemente sorgen dafür, dass es besser wird und welche Elemente sorgen dafür, dass es nicht so gut wird? Und das wollten sie mit Top-Innovationen untersuchen und zum Vergleich Flop-Innovationen nehmen. Und ich nehme mal an, dass es einfach dem empirischen Zugang geschuldet ist, dass sie bei Produktinnovationen gelandet sind. Weil es ist natürlich einfacher, bei einem Produkthersteller zu fragen, haben Sie einen Flop, als wenn Sie zu einem Zementanlagenhersteller gehen und sagen, sagen Sie mal, ist bei Ihnen schon mal so ein richtig großes Projekt krachen gegangen? Dann wird er sagen, also wenn es das gegeben hätte, würde ich es Ihnen sicherlich nicht sagen. Ja? Und das ist meine Vermutung. Okay, Dankeschön. Wir bleiben dann beim Stagegate-Modell. Mhm. Sie haben das um die Leistungsebene erweitert. Warum denn genau um diese Ebene? Mhm. Vielleicht darf ich das beantworten, indem ich sage, wie das überhaupt gekommen ist. Mhm. Wir haben also gesehen, dass das Stagegate sehr gut ist für Produktinnovationen, aber nicht für Verbindungen zwischen Produkten oder Verbindungen zwischen Produkten und Services. Dann haben wir uns gefragt, kann man in den klassischen Stagegate bestimmte Ebenen einziehen? Und wir haben sehr schnell festgestellt, es gibt eine Marketing-Ebene. Da gibt es die Vorab-Tests mit Kunden, da gibt es die Produkttests, da gibt es die Testmärkte, die da alle irgendwas mit Marketing zu tun haben. Da haben wir gesagt, wir nehmen den klassischen Stagegate und separieren eine Marketing-Ebene. Dann haben wir festgestellt, es gibt auch eine Technik-Ebene. Und die Technik-Ebene, da geht es um die technischen Vorab-Studien, da geht es um die Durchführbarkeit, da geht es um die Produktentwicklung. Die haben wir nach oben gezogen, haben gesagt, da gibt es auch eine Technik-Ebene. So, und dann blieben einige Aktivitäten übrig. Und diese Aktivitäten, die übrig blieben, haben wir ergänzt um Aktivitäten, die man braucht, wenn man eben nicht nur ein reines Produkt macht, sondern wenn man dieses Produkt in ein System einordnet. Also eine koordinierende Funktion sozusagen, ein Architekt, der sagt, wie wird hinterher unser Geschäft aussehen? Werde ich hinterher, wenn ich Hersteller von solchen Getränkeflaschen bin, werde ich hinterher mein Geschäft dadurch machen, dass ich diese Getränkeflaschen produziere und verkaufe? Werde ich mein Geschäft dadurch machen, dass ich den Leuten unterschiedliche Aufsätze mit unterschiedlichen Geschmäckern bereitstelle? Werde ich mein Geschäft dadurch machen, dass ich diese Flaschen überhaupt nicht in den großen Handel gebe, sondern Events damit ausstatte? Das heißt, eine Dienstleistung letztendlich mache und die Flaschen sind dann nur ein Zubrot zu der Dienstleistung. Und das ist keine Entscheidung, die der Produktentwickler trifft. Weil der Produktentwickler interessiert sich, dass das funktioniert. Und das ist auch keine Entscheidung, die nur das Product Marketing trifft, sondern da brauchen Sie jemanden wie einen Architekten, der sagt, wie sieht denn das dann hinterher, welches Szenario habe ich denn hinterher,
wo ich dieses System dann anwenden kann. Und deswegen haben wir diese Leistungsebene als dritte Ebene eingezogen mit einigen Tätigkeiten, wie sie im klassischen StageGate sind, zum Beispiel Business-Analyse und solche Sachen, und einigen Tätigkeiten, die ergänzend dazu sind. Okay, vielen Dank. Wir bleiben jetzt immer noch beim StageGate-Modell. Für die Automobilbranche zum Beispiel haben Sie gesagt, dass die OEMs da heutzutage eigentlich in die Stufen mit integriert werden. Mhm. Wie genau funktioniert das denn und gibt es da inzwischen auch schon positive oder auch negative Erfahrungen? Ja, also vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Die OEMs sitzen nicht notwendigerweise bei internen Stufenentscheidungen dabei. Aber wenn so eine Stufenentscheidung getroffen worden ist, wenn man gesagt hat, wir haben jetzt 30 Projektideen und daraus haben wir 15 aussortiert, dann werden diese 15 Projektideen nicht unabhängig vom OEM weiterentwickelt, sondern dann schnürt der Manager sein Köfferchen und sagt zum OEM, lass uns mal ein Gespräch führen. Und dann stellt er ihm vor, was für Möglichkeiten es gibt. Und umgekehrt sagt der OEM in solchen Gesprächen, was sie sich wünschen. Also zum Beispiel, wenn wir über Licht reden, Lichttechnologie reden, sagt der Zulieferer möglicherweise hier, ich habe bestimmte neue Anordnungen von LEDs im Angebot, die bestimmte Effekte erzeugen können. Der OEM, der Automobilunternehmer, sagt, wir möchten in Zukunft eine vollständige Ausstrahlung unterhalb des Fahrzeugs auch haben. Und dann tauscht man sich aus. Und bei diesem Austausch ergibt sich quasi als Nebeneffekt eine Priorisierung der Projektideen. Das heißt, das, was über den internen Stage gekommen ist, wird jetzt an den OEM gespielt. Und in der Regel werden dann nur diese Themen weiterverfolgt, von denen der OEM sagt, dass sie interessant sind, oder von denen der Zulieferer sagt, die sind interessant, auch wenn der OEM das noch nicht versteht. Mhm. Und andere Themen, die vielleicht über das Gate gekommen sind, werden aussortiert, weil man sagt, diese Themen würden wir nur weiterverfolgen, wenn wirklich ein OEM sagt, wir wollen das haben. Ja? Obwohl sie vielleicht technisch machbar wären und obwohl sie vielleicht auch vom Kunden gewünscht wären, aber wenn der OEM das nicht sagt, ist Schluss. Also insoweit ergänzt das Gespräch zwischen Zulieferer und OEM diese Gate-Entscheidung und gibt ihnen einfach eine wichtige Fundierung, weil man die Stimme des Kunden sehr direkt gehört hat. Okay, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die Automobilindustrie. Gerne. Ich bedanke mich dann wieder bei Ihnen. Sehr gerne. Und verabschiede mich von euch.